Ja, einen wunderschönen guten Tag. Heute zeige ich euch mal die Rührei-Muffins. Denn ich hatte so viele Eier übrig und dann habe ich gedacht, machst du irgendwas mit Eiern. Dafür kommen natürlich auch diese kleinen Gläschen zum Einsatz. Also ihr wählt einfach das Rezept Rührei-Muffins an, Kochvorgang starten. Eine Zwiebel kommt jetzt rein, die natürlich immer halbiert. Ich habe jetzt mal die Kameraeinstellung so, damit ihr etwas mehr reingucken könnt. Ich schiebe sie noch ein bisschen mehr hier so rüber. So, eine Zwiebel rein. 50 Gramm rote Paprika. Gerade gucken, wie viel jetzt noch. Okay, ich habe ein bisschen mehr, macht ja nichts. 100 Gramm Bacon in Stücken hatte ich jetzt auch nicht mehr. Also was habe ich genommen? Ich habe jetzt hier Salami genommen und Mettwürstchen. Kommen jetzt auch alle rein. Messbecher in den Deckel drauf. So, jetzt habe ich natürlich den kleinen Deckel, finde ich jetzt gerade nicht. Weiter. 3 Sekunden Stufe 6. Okay, ist ein bisschen zu. Schauen wir mal. Oh ja, sieht schon mal ganz nett aus. Riecht verdammt auch gut. Weiter. Mit dem Spatel nach unten schieben. Jetzt habe ich den Spatel natürlich dahinter liegen, klar. Also mit dem Spatel nach unten schieben. Ihr könnt es also so machen, dass ihr das so runterschiebt. Dauert aber zu lange, denn setzt den Spatel einfach hier an der Seite an und fahrt einmal hier so rum. Geht viel schneller. So. Rühraufsatz einsetzen. Das wäre dieser hier. Setzt den einfach so ein. So. Es gibt zwar zwei Möglichkeiten, wie ihr den einsetzt. Also entweder ihr könnt ihn einfach jetzt hier so draufsetzen, reicht doch vollkommen aus. Aber tatsächlich hat das Messer so eine bestimmte Stellung. Wenn ihr den so einsetzt, hakt er sich auch richtig fest. So. Jetzt habe ich so viel Bacon dazwischen. Weiter. 5 Eier. Okay, man sollte das zwar getrennt aufschlagen, ein extra Förmchen, falls mal ein schlechtes dabei ist. Aber bis jetzt hatte ich noch nie ein schlechtes und erspare mir das. So, 5 Eier. Was kommt dann als nächstes? 80 Gramm Milch. Ich hatte natürlich auch keine Milch mehr. Also habe ich mir überlegt, ich nehme einen Naturjoghurt, rühre das gut durch, ein bisschen Wasser dazu, müsste auch funktionieren. So. Weiter. Einen halben Bund Schnittlauch in feine Röllchen. Jetzt regnet es dermaßen draußen, ich habe auch keine Lust, jetzt rauszugehen. Also nehme ich jetzt Basilikum, weil der wächst hier drinnen. Könnt ihr auch zerkleinern, wie ihr möchtet. 2 Prisen Pfeffer. So. 2 Prisen Muskat. Ein gehäufter Teelöffel Mehl. Ungefähr ein gehäufter Teelöffel. Bisschen mehr, aber macht ja nichts. Etwas Backpulver noch dazu. Steht drauf ein halber Teelöffel. Okay. Messbecher einsetzen. Jetzt habe ich den nicht, aber ich habe so ein kleines Deckelchen noch von dem eben. Und 30 Sekunden verrühren. Das ist jetzt fertig. So. Rühraufsatz entfernen. Weiter. Diese Einmischung in die Varomaförmchen geben und mit Gouda bestreuen. Den Gouda habe ich natürlich vorher schon zerkleinert im Thermomix. Ihr seht es hier.
Da habe ich auch ein ganz klein bisschen Gewürz auch mit dazu gegeben, dass ihr einen gewürzten Gouda-Käse halt habt und diesen Reibekäse habt. So, jetzt fülle ich das mal gerade hier rüber. Jetzt kommen die kleinen Förmchen. Ein Förmchen ist mir natürlich schon kaputt gegangen, beziehungsweise keine Ahnung, wo das jetzt schon wieder ist. Deswegen habe ich ein kleines Wegförmchen dazwischen. So. Diese Mischung jetzt verteilen auf die Varoma-Förmchen. So, da ich jetzt hier für diese beiden keine Deckel habe, habe ich jetzt einfach etwas Paprika oben drüber gelegt. Müsste genauso funktionieren. Deckel drauf, 700 Gramm Wasser kam natürlich noch rein. Und jetzt werde ich das Ganze 25 Minuten Varoma Stufe 1 erstmal köcheln lassen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt sind sie fertig. Gespannt, ja? Soll ich aufmachen? Sieht schon mal sehr gut aus. Na, schauen wir mal. Och, wie putzig. Ich nehme mal eins hier raus. Ich nehme mal jetzt das hier raus. Ist etwas heiß. Und jetzt werde ich es auch mal direkt probieren. Ist zwar noch gut heiß. Top, ganz einfaches, schnelles ratzfatz Mittagessen oder einfach mal so aufs Buffet zu stellen. Schmeckt doch kalt sehr gut, schmeckt heiß sehr gut. Schaut einfach beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder was Neues gibt hier. Lasst ein Like da und abonniert gerne meinen Kanal. Bis zum nächsten Kochen.